Moin Moin und herzlich willkommen zu unserem Ultrastau hier in Twinspawn Fever 2. Wir haben nicht nur einen Ultrastau, sondern wir haben zwei und darum wollen wir uns heute kümmern, dass wir das irgendwie in den Griff bekommen. Ich weiß noch nicht genau wie, dafür müssen wir uns vielleicht erstmal anschauen, warum es sich hier staut und was denn hier los ist. Ich würde sogar hiermit anfangen. Boah, da haben wir mal einen amtlichen Stau. Aber cool, oder? Also die stehen ja wirklich im Stau. Ist ja nicht so, dass die dann irgendwann die spawnen. Okay, die kommen von dort. Und die wollen in die Stadt. Ist halt die Frage, wir haben hier noch eine Straße. Die geht ja auch schon in die Stadt. Warum nutzen nicht teilweise auch die das hier? Weil jetzt da erst die neue Brücke gekommen ist. Vielleicht lohnt sich das ja. So, aber was haben wir hier? Hier haben wir natürlich einmal einen Bahnübergang. Wo die Züge auch irgendwie gerade im Stau stecken. Der kommt da nicht. Ach, der kommt da nicht rüber. Guck mal einer an. Der muss bis da vorfahren. Beziehungsweise bis wo muss er denn fahren, dass er da... Genau, ein Signal brauchen wir hier. Dann können wir den mal in die andere Richtung wegfahren lassen. Tschüss. Und dann fährt auch der und dann sollte das hier wieder funktionieren. Aber das hat ja nichts mit dem Stau eigentlich zu tun, weil die fahren ja über die Straße rüber. Hier. Hier staut es sich. Quasi bis zu dieser. Okay, wir müssten da also mehrspurige Straßen bauen. Bis dort. Das schon mal und dann vielleicht hier verhindern, dass sie einfach dort schon reinfahren, sondern dass alle wirklich die großen Straßen nutzen. Und das gleiche gilt ja eigentlich auch für hier, ne? Das ist die Hauptstraße. Mal noch einen breiter kriegen wir sie nicht, glaube ich. Oder auf dem Abschnitt zumindest hier. Natürlich ist das hier auch nicht so optimal. Okay, die passen wieder nicht. Leider können wir das nicht nutzen. Okay, wir können gar keine andere Bahnübergänge nutzen, weil die wieder zu klein sind. Oder man müsste halt eine Brücke bauen. Von hier bis dort. Wobei es glaube ich, ich glaube nicht, dass es der Bahnübergang ist, sondern hier eher die Stadt. Zum Beispiel diese Kreuzung hier. Die dort für Probleme sorgt. Da muss man halt jetzt erstmal im Blick behalten. Ansonsten ist halt die Frage, können wir eigentlich, können nicht nachvollziehen, wo die hinwollen, oder? Ging das irgendwie? Oh, 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 das wollen wir uns noch mal kurz angucken hier. Schade, jetzt biegt er schon ab. Geil. Fällt mir. So, wartet mal. Ich würde gerne wissen, wo die hinwollen. Radverkehr, doch hier. Aber nicht. Doch, warte mal. Changsha, wenn wir jetzt Changsha nehmen, dann sehen wir den Verkehr ausgehend und dort, oder? Und auch eingehend wahrscheinlich. Und dann würde ich doch sagen, die fahren unten, die wollen hier drüben hin, ne?
Die wollen irgendwie auf jeden Fall da auch durch. Ist halt die Frage, ob wir eventuell die Autobahn nochmal weiterbauen wollen. Wir haben nämlich in Tokio auch noch einen Autobahnanschluss. Boah, das wäre jetzt. Wenn wir die Autobahn jetzt hier hochführen, hier eine Abfahrt bauen, dann hier irgendwie durch. Dann kommen wir da durch. Außenrum geht auch nicht mehr. Tunnel wäre eine Möglichkeit. Das würde ich gerne machen. Das machen wir. Das machen wir. Und das wird jetzt wieder. Ich glaube, das schneide ich raus. Das seht ihr dann im Anschluss als fertiges Element sozusagen, würde ich sagen, oder? So, Autobahnbau ist jetzt nicht so spannend. Also, bis gleich. Jetzt könnte es problematisch werden. Leute, die Autobahn ist fertig. Ging relativ gut. Die fahren jetzt alle hier rum. In der Hoffnung, dass die jetzt hier rumfahren, sich da nicht kreuzen und wir da gut durchkommen. Hier müssten wir nochmal gucken, dass wir da eine Dreierspur machen. Dass zwei abbiegen können. Könnte das auch wegnehmen. Da macht es aber keinen Sinn mehr. Macht es eigentlich sowieso nicht, weil die sich eh nicht kreuzen eigentlich. Eigentlich können die auch da direkt aneinander kommen. Wir schauen uns das mal an. Auf jeden Fall geht die Autobahn jetzt hier komplett einmal durch die Stadt. Und dann soll hier, das machen wir heute aber nicht mehr, das schaffen wir glaube ich nicht mehr. Also geht jetzt hier komplett durch bis Tokio runter. Da ist ja schon die Anschlussstelle. Und dann soll hier eine Anschlussstelle in die Richtung gegeben werden. Und dann wollen wir die hier hinten noch irgendwie anschließen. Da müssen wir nochmal schauen, wie wir da rankommen. Weil auch hier ist nämlich super viel Verkehr. Wenn wir hier natürlich ein Kreuz machen irgendwie und hier runter gehen, dann ist natürlich sehr. Weiß ich nicht, ob sie das nutzen. Oder. Wer denn da jetzt lang? Stopp Almaty. Huch, da haben sich irgendwelche verirrt anscheinend. Die kommen von da und fahren jetzt darum, 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 da lang und da lang. Und nicht mehr Autobahn. Und denn das? So, vorher sind sie da durch die Stadt gefahren und wie da drauf. Und jetzt fahren sie darum durch die Stadt. Dahin. Okay. Jetzt müsste man halt mal schauen, ne? Und eventuell noch eine dritte Spur, das weiß ich immer noch nicht. Sieht schon geil aus, ne? Mit dem Stau hier oben. Feierabendverkehr in Transport für Übergefühlte oder so, keine Ahnung. Damit haben wir aber ein großes Verkehrsprojekt anscheinend angenommen hier. Da bin ich echt mal gespannt, ne? Ob das jetzt eine gute Verbindungsstraße noch wird.
Das wollten wir, glaube ich, sowieso irgendwann mal machen, so eine durchgehende Autobahn. Und jetzt haben wir von hier komplett durchgehend bis hier hinten eine Autobahn. Und da bin ich dann halt echt gespannt, ob das auch richtig gut genutzt wird dann. Vielleicht bauen wir noch ganz schnell hier die Anbindung an die Dingens. Dann kann ich es nämlich ganz kurz laufen lassen, das Game. Und dann sehen wir, ob das funktioniert. So, dann bauen wir da noch eine kleine Autobahn dran. Das ist jetzt nicht so, wie ich das wollte. So, und das machen wir nächstes Mal oder wann anders. Aber zumindest haben wir das hier angeschlossen. Sehr schön, Leute. Okay, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin gespannt, ob das was wird. Wir werden es sehen und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dann, euer Knutzhoff.